Entschuldigung, ich sehe. Was machen Sie hier? Sabine, bist du der? Ja. Dachte hier wieder irgend so ein Vollidiot, der hier wieder rumläuft. Ich bin übrigens Dr. Sabine, ja? Da fang jetzt nicht so an. Nee, ich hab einen Doktortitel. Den hast du ja gekauft. Warum geht's nicht? Wo fahren Sie? Ja, die Frage ist, wo du warst. Du hast gesagt, du hast den wichtigen Termin und der steht das Haus hier seit 3 Wochen so. Hör mal, die haben angerufen. Das sind Strimmer, die wollten das Haus schon seit letzter Woche haben. Ja, aber... Nee. Nicht mal der Rohbau ist fertig. Also wir brauchen erstmal deinen Bewährungshelfer hier. Den hole ich gleich. Na, warum? Und pass mit dem Haus da auf. Das letzte Mal ist gar nichts passiert. Das sah nur so aus. Du Sabine, ich hab das Gefühl, dass ich drüben am Sendemast häng. Ich glaube, die können kein Fernsehen mehr kicken. Ich fliege. Alright, Abflug. Scheiße. Musstet immer hoch, jetzt ganz hoch, genau. Noch höher, noch höher. Sabine, da kommt ein Haus, da kommt... Scheiße. Ich bin auf dem Dach. Du Sabine, ich glaube, du musst mir hier gleich runterholen. Können Sie nicht einfach versuchen zu springen? Ich versuche in den Sandkiste da zu springen, ja? Komm, komm, jump and run, Alter. Woo! Alter, hast du das gesehen? Was ist denn eigentlich mit den ganzen Geräten hier? Markierten Bereich räumen. Siehste, jetzt schon los. Wie funzt denn das Ding hier? Stück zurück. Du musst mir mal Anweisungen geben. Ja, reicht. Ne, heb mal Ruf da. Warte, kick mal von unten. Der Bewährungshelfer sagt, ich darf gar keinen Kran fahren. Das letzte Mal habe ich Menschen getötet. Mach's einfach trotzdem. Deshalb bist du ja auch hier. Schön gemacht. Vorsicht! Ja. Einschlag! Vorsicht! Ja! Oh Gott! Sag mal! Vorsicht! Ich glaube, ich muss gleich nochmal mit deinem Bewährungshelfer quatschen. Warum? Der geht so nicht. Warte hier. Oh, 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 oh. Kommst du raus? Was passiert? Sabine doch nicht so darüber schleifen, sag mal. Was passt doch? Nee. Du bist doch dran. Ist nur ein bisschen an den Seiten kaputt. Ja, siehst du? Pass auf, Alter. Ja, jetzt heb Ruf. Super. Ich räume ja schon. Jetzt vorsichtig darüber. Vorsichtig, du. Vorsichtig. Das kippt aber ordentlich, du. Schön vorsichtig, du. Sehr schön, Treppen gießen. Ach du Scheiße, du. Willst du gießen? Ich gieße gerne, muss man nur sagen, wie das geht. Aber pass auf, kommst du hier? Ich komm bei dir. Haben wir noch ein Stück? Ja, stopp, stopp, hallo, ist das ja. Ja, die Dinger müssen ja auch aufpassen. So, steht. Und den Zementenlippler müsst du zwei eine Klappe aufmachen. Die Betondings da, genau. Super. Alter, du, ist das ein langes Ding. Wie lange ist denn das Ding? Der wird ja immer länger. Schau mir das so mal hier an. Decke müssen wir auch machen. Ja, ja, klar. Jetzt fahren wir ein Stück zurück hier. Genau. Oh, mach ich das gut hier? Weiß ich nicht. Bauleiter, kannst du ja nicht TikTok nebenbei gucken. Warum nicht? Du spritzt zu viel auf eine Stelle ab. Der spritzt von alleine. Das hätte sie damals nicht gegeben. Da sind wir mit einem Eimerchen rumgelaufen und haben das Ding so verteilt. Du machst das sehr schlecht. Ich weiß, mein Eimer haben. Haben wir Estri noch so hier draußen. Ich habe immer Asbest gekostet. Nee, sieht gesund aus. Das Rohr bricht bei mir gerade durch. Du Sabine, ich würde sagen, mach du mal deine Rest, ich mach mal hier Pause. Ich geh mal am Keller, jeg mal Blümchen zählen. Schön machst du das aber auch. Boah, Sabine, ruckelt das bei dir auch so? Kannst du mal den Betonmischer, glaubt, das wird hier sonst nichts. Was soll ich mit dem machen? Ich steh zu nah dran. Oh, jetzt ruckelt's. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, Hilfe. Der rutscht. What the hell? Hau rein. Aus. Aus. Hilfe. Sabine, wir kippen hier gerade ordentlich Beton auf die Straße. Alle aus dem Weg hier. Oh, wir haben Verkehrsschild mitgenommen. Alter, wir werden voll schnell. Achtung. Oh, die Ampel. Alter, die hat uns gerettet. Ja? Versuch du mal. Wir müssen hier immer stehen bleiben. Das ist Baustelle. Wir haben hier ein kleines Problem. Der Kollege macht das gerade. Der Betonmischer hat ein paar Probleme. Vom Jotz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Schönen guten Tag. Baustelle räumen. Also versuchen wir das nochmal, ne? Bereich mit Erde füllen. Sabine, wir brauchen nochmal einen... Ah! Sabine, wir brauchen, glaube ich, nochmal einen Bagger. Ja, ich weiß. Hast du einen Bagger? Schicke Ding, du. Aber dürfen wir hier nachts arbeiten, oder? Ja, ja, liebe Bruder, ist mir egal. Ja, aber der fährt aber gern, scheiße, du. Jetzt wie in guten alten Zeiten. Rinder. Ups, Vorsorge. Oh, scheiße. Komm, der steht noch. Ich hab kurz Flugstunden genommen. Oh Scheiße, ich grab mich gerade durch die Wand. Mal rückwärts kicken. Haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch. Sabine. Ich hab da so ein kleines Problem. Muss mir mal anschubsen hier. Mordversuch. Das wird teuer. So, haben wir. Sprich mit dem Vorarbeiter. Raschet. Ja, mir jetzt auch gut, dankeschön. Ein wunderschön.
Super gemacht. Ja, also da wohnt auch scheinbar schon jemand. Schönen guten Tag, Findekind. Ich war der Bauleiter mit der Sabine zusammen. Wie finden Sie Ihr Haus? Gerade den Keller, den haben wir gemacht. Schwester, was hast du auf dem Bau zu suchen? Was? Ja. Ich meine ja nur. Du, die hat dich gerade beleidigt. Die hat dir gesagt, Frauen, die hören nicht auf den Bau. Pass mal auf. Wenn du noch einmal mit mir redest, ne, dann komme ich zu dir nach Hause. Ne? Ich weiß ja, wo du wohnst. Hab's ja gebaut. Dann hab ich das mal. Nächstes Mal nehme ich deinen Mann mit. Pass auf. Dein Grill nehme ich mit. Dein Auto auch. Du, ich bin auf dem Weg, ne? Ich bin neben dir. Oh, hallo. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Ich sehe nicht. Alter, hast du den U-Turn gesehen? Das ist eine Baumaschine. Das ist kein D-Zug. Alter, kick dir das an. Ich behebe mich mal zum Bauleiter. So, Sabine, ich bin auf dem Weg. Mann, wie fährt denn der da vorne? Hör auf, weniger Drogen zu nehmen. Nur so ein kleines Ding hier, oder was? Ich weiß nicht von wo bis wo. Das ist das Problem. Ich fahr mal drüben auf den Anwohnerparkplatz, ne? Oh, das wird eng hier mit der Kurve. Aber das passt. Pass auf. Dann parken wir mal rückwärts ein. Ja, da ist noch ein Parkplatz frei. Warte mal. Ganz vorsichtig hier einlenken. So. Steht. Das sieht irgendwie aus, als müsste da vorne irgendwas sein. Das ist richtig. So, schütt einfach ruf, das passt schon. Das verteilt sich gleich in der nächsten Kurve. Hast du überhaupt noch Platz? Kleiner Zenti ist noch. Es kommt das beschissenste Fahrzeug. Was ist das? Was ist denn das für ein Süßer? Ich glaub, der macht was. Kick dir das an. Wunderschön. Aber ich bin hier nicht mehr ganz auf dem Strich. Egal, fahr einfach. Ah, klar. Guck mal, eine Line gezogen, schon 50%. Ah, ja. Ich mach dann in der Zeit schon mal die Walze. Macht das? Aber ganz. Ach, du Scheiße. Das macht die Walze den Rest. Ein Riesenkrater da hinten. Ich bin leer. Bitte ein autorisiertes Personal wenden. Du, Sabine, ich glaube, du musst da mal ganz kurz was machen. Der Gerät sagt, ich darf das nicht. Super, danke dir. Aber sehr ungleichmäßig. Also hier hinten musst du da auf jeden Fall nochmal ran. 100, haben wir. Arbeitssicherheit. Ja, perfekt. Ist noch aufs Dach. Perfekt. Und da fahren wir im Dach, du scheiß Taube. Halt's Maul da unten. Das machst du ganz toll. Muss ich dir sagen. Ja, hier muss ich leider toll machen. Baustelle räumen. Sabine, wir müssen runter hier. Fertig. Sieht ja immer noch so hässlich aus. 126.000, da stand 200.000. Du bist noch beschissen oder was? Hilfe. Ich bin stuck, Bro. In ja, dir. Einfach betrogen. Okay. Gefällt dir? Ich muss natürlich sagen, du musst jetzt auch mal deinen Lohn bekommen. Sabine möchte hier Geld überweisen. Ja, gerne. Hat doch mal Zeit. Ach du Scheiße. Wie sehen denn bitte die NPCs aus? Okay. Siehst du das Schloss dahin? Ja, ja. Das ist mein kleines Anwesen. Ein Ferienhaus halt nur. Mein Chef, dann sage ich Ihnen danke und auf Wiedersehen. Wir sehen uns bei der nächsten Arbeit. In 2 Wochen? Ja. Ja. Mindestens.